Let's Program World, liebe Freundinnen und Freunde, im echten Leben, also nicht auf YouTube. Ist gerade total skurrile Zeit. Keine Sorge, ich bin geduscht und habe neue Kleidung an, außer dem Pulli. Dass ihr denkt, Moment, wie spielt dieser Mann? Oh, mein Mikrofon ist überhaupt nicht vor meinem Gesicht. Was mir das keiner sagt. Ups, 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 ups. So ist, glaube ich, besser, ne? So ist besser. Jetzt gehen wir mal hier aus dem Standbild raus. Da ist die totale Gurkencrew. Kurze Rollenspielzusammenfassung. Das ist Ironhead, unser vielgeliebter Piratenminister. Den habe ich eigentlich noch gar nicht richtig vorgestellt, ne? Er wurde in einer friedlichen, unscheinbaren Mitwelt geboren. Obwohl er einige Freunde hatte, verbrachte seine Zeit lieber alleine, entweder an seinem Motorrad zu werkeln oder sich Netcasts anzuhören oder mit einem selbstgebauten Gewehr auf Plastiksoldaten zu schießen. Und Piraterie natürlich nicht zu vergessen. Danach war er militärischer, da fehlt noch das Büchsenmacher. Als seine Welt in Konflikt geriet, wurde Ironhead zusammen mit vielen seiner Kollegen in den Krieg einberufen, der auf dem gesamten Planeten stattfand. Dank seiner besonderen Expertise hatte er das Glück, nicht an der Front dienen zu müssen. Stattdessen wurde er Mechaniker für kleine Waffen, aber auch Pirat. Das muss man dazu sagen. Er ist Kurzschläfer geschickt und Körperpurist. Der ist an sich echt ein Biest. Der ist aber leider schon 50. Ich hoffe, seine Gebrechen fangen jetzt nicht zu zügig an. Dann haben wir den guten Lips gerettet. Von dem wissen wir eigentlich noch gar nichts. Er war Kinderspion. Er hat hinter feindlichen Linien in seiner Heimatwelt spioniert, ist dabei aber leider nicht zur Schule gegangen, deswegen ein bisschen dumm. Er ist ein sorgfältiger Schütze, eifersüchtig und depressiv. Das ist beides nicht so doll, aber er braucht das beste Schlafzimmer, da müssen wir darauf achten. Die können übrigens beide auch noch benannt werden. Der ist gut in Fernkampf und gut in Medizin. Also der ist jetzt nicht so der Kracher, aber den haben wir gerettet. Dann haben wir Monroe, die ist hier abgestürzt. Die wohnt jetzt schon bestimmt ein Jahr. Ist es hier irgendwo? Start of Cold Snap. Refugee crashed on your territory. Das war am 12. September. Start of Heatwave. Aber wir können das auch hier, glaube ich, da. Können wir den Wert der. Oh, die Kolonie wird zu wertvoll. Dann kommen nämlich mehr Angriffe. Überfall Rettungskapsel, den haben wir da festgenommen. Überfall. Ja, das müsste der erste Überfall gewesen sein, oder? Hier, wir haben die seit 5050, also seit einem halben Jahr wohnt die bei uns. Das Problem ist, Ironhead ist halt wirklich nicht der sozialste Bursche. Der versucht die halt immer zu überzeugen. Dann haben wir noch JD, war der. Nee, JD haben wir dann noch. JD ist Kinderspion und Hullenwelterleuchter. Schumacher Fifras geschickt. Den haben wir gefangen genommen. Ach, der ist hier gestrandet mit seiner Kapsel, oder war das Allah? Verweigert. Ja, der ist, glaube ich, mit seiner Kapsel hier gestrandet. Da müssen wir mal gucken, wie das geht. So, weiter geht die Reise. Also, der Pirat wohnt hier, hat den kleinen, etwas dummen Jungen aufgenommen. Die wohnen jetzt hier zusammen und sie haben einfach drei Gefangene. Hier ist jemand mit seiner Rettungskapsel abgestürzt und wir hatten halt nichts Besseres zu tun, als den gefangen zu nehmen. Weil man kann den auch einfach so wieder gesund pflegen. Aber im schlechtesten Fall geht er dann einfach weg. Das ist doch scheiße. Das wollen wir nicht. Ach, Lips ist gerade Klotti. Klotti Sarotti, der hat sich in seinem Zimmer eingesperrt. Ach ja, der hat ja auch Feather Dust. In der Kälte geschlafen. Wie kalt ist denn das hier? Upsi Daisy. Ah ja, es könnte daran liegen, dass die Feuer aus sind. Frisch, ne? So geil, wenn die Hutkonstruktion können. Das macht so viel Spaß. Guck mal, er scherzt hier mit Lips, obwohl Lips einfach Klotti-Risarotti ist. Da mal kurz hier alle versorgen. Lecker, lecker. So, du kannst jetzt mir ein bisschen maloren, junge Frau. Dabei wirst du ein bisschen vollgequatscht. Ach, wir brauchen irgendeinen Sozialbob, ey. Das nervt so ohne einen Sozialbob, ne? Ja, er unten hat Hunger, gehe ich mal fest von aus. Aller kann malochen. Aller hat sich wieder hingelegt, ne? Tolle Wurst. Was? Kein. Richtig toll ist ja dann. Aber Ironhead geht's gut. Ey, Hauptsache Ironhead geht's gut, ne? Wie heißt nochmal dieses Kind, womit man den Gag immer macht? Alessio. Alessio ist es. Da müssen wir mal wieder ein bisschen
Wärme sorgen. Ah, es geht bergauf. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass die. JD, der Erleuchter, hat sich vollständig erholt. Das ist sehr gut. Was kann denn der Malochen? Der kann auch alles. Ihr könnt auch alle Waldarbeit machen. Könnt auch alle Feldarbeit machen. Machen lassen wir. Ach, der macht. Reinigen macht er nicht. Handwerk kann er machen. Hat er zwar keine Fähigkeit, aber er kann halt Steine kloppen, ne? Bergbau. Auch nicht, der kann eigentlich gar nichts. Egal, putzen und so tut er nicht. Guck mal, Monroe geht ernten, das ist doch ganz schön, dann kommt sie mal raus. Ernte fehlgeschlagen, hervorragend, Monroe. Oh, warte mal, JD, du kannst doch überhaupt nicht kochen, ne? Doch! JD kann super kochen, perfekt! Dann ist JD jetzt unser Koch, was ist passiert? Noch eine Rettungskapsel, ui, geil. Kochen. Stimmt, da kochen. Edi, du bist jetzt unser Superkoch. Monroe, die hat das auch auf 6. Du kannst auch ein bisschen kochen, aber. Wieso macht Monroe jetzt keinen Bergbau? Ach, guck mal, Lips ist wieder am Start. Sefa und Olivia ist von der Rettungskapsel abgestürzt. Wenn sie den Aufschlag überlebt, ist sie schwer verletzt. Da liegt sie. Oh, die kann super sozial. Ist zwar schon 71. Hat gruselige Atmung, ist Asketin. Ja, mein Gott, dann pflegen wir die halt. Eine künstliche Nase, ein paar Schnitte und Brüche, scheißegal. Oma kann doch. Wir können doch Oma gefangen nehmen, ist so ein Pärchen, oder? Wir nehmen Oma gefangen, ey. Ideal Standard. Wo ist Oma gelandet? So, Lips, geht's dir besser? Ah, diese Scheiß. Ah, er knallt sich jetzt erstmal ordentlich Essen rein. Besser, ne? Ich erstmal ein bisschen hin. Schmutz. Mach mal kurz dein Zimmer sauber, sonst wirst du wütend, das Shit. So, jetzt kannst du ins Bett. Das sind so Geschichten, die einem sonst immer Mütter sagen. Wenn du aufgeräumt hast, dann geht's dir danach viel besser. Das Jack sieht ja geil aus. So, Monroe kocht ein bisschen, JD macht nichts. Was kann denn Allah? Allah, was kannst du denn so? Nahkampf, Kunden. Gerade helft ihr uns alle nicht. Können die forschen? Alter nicht, ne? Ihr könnt ja reinigen. Ist leider nicht so super dreckig. Wir brauchen Steine. Hier. Hör doch mal was. So, warte mal, Monroe, 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 Monroe. Wieso kochst du jetzt so viel? Du sollst bitte Bergbau machen. Ironhead kommt mit Oma wieder. Aber wir müssten, wenn wir das hier noch abzäunen würden, dann bei Gelegenheit mal jemand reinschleppen. Wir kriegen noch genug Steine, aber die Gefangenen sollen halt Steine kloppen. Was hat denn Allah eigentlich noch für Sorgen? Und wir müssen dringend so ein Dings bauen. Widerstand 1, okay. Widerstand 15, Schwierigkeit 43%. Also das ist alles nicht so schwer. Wir müssen nur Oma überzeugen, dass die die anderen überzeugt. Das wäre halt geil. Ja, die überlebt das Lockerstein. Die hat halt auch, die ist zwar 70. Emil ist ja Altersrassist, ne? Emil nimmt die Alten immer nicht. Ich finde das okay. Wir können von der viel lernen. Guck mal, wie glücklich er schnorchelt hier.
ist schläfrig und er braucht frische Luft. Nicht schlimm. Und Ro, wieso machst du denn keinen Berg? Ah, warte mal. Hier könnte sie doch. Ah, Moment. Das ist das Problem. Ich deppen Dingo. Haben wir irgendwen, der... Nee, die müssen... Irgendwas halbwegs ungefährliches, was man da... Müssen wir zusehen. Aber wir haben auch immer noch keine Kühlkammer. Aber im Winter ist das ja nicht so schlimm. So, die Gefangenen haben nichts zu tun. Na, stopp! Was unlockt, das geht ja. Ach guck mal, jetzt putzt er hier drin. Ist nicht so super wichtig, aber. Ah, sehr gut, JD. Kannst du zwar nicht, aber. Doch, 8! Alter! Warte mal. Ach, JD ist. Moment, dann machen wir das vielleicht andersrum. JD ist ja voll das Biest, ey. Eine Doppelflamme auf Kochen. Hätte. Doppelflamme auf Tiere, oh nice, da könnte sich. Die hat Bergbau auch schon 11. Das ist eigentlich egal, die können sich da abwechseln. Oh, wir haben nicht mehr viel Futter, wir müssen bald jagen gehen. Olivia. So. Herzen. Frierungsnarbe an der linken Hand. Ups, das war nicht wir. Lips kann Bio leider auch nicht, ne? Sozial meine ich, der hat Sozial 2. Iron hat es also aufs 1. Lips hat aber sonst eigentlich eh nicht, obwohl der soll jagen. Hier, Lips, du kannst auch aufsehen. Lass mal. Wege brauchst du nicht machen. Was jetzt? Oh, psychische Beruhigung, sehr gut. Für männliche Geschlecht, das ist sehr gut. Kannst du das auch mitnehmen, Lips? Ach, oh. Chitomatico. Wir haben keine Schlachtbank mehr. Da muss ja irgendwann auch mal noch ein Kühlraum hin und so ein Shit, ne? Hm, machen wir das denn? Irgendwie nochmal umbauen. Schöner machen. Aber so ist natürlich geil, dann kannst du es direkt verarbeiten. Wie war denn eigentlich euer Silvester, ihr Kinderlein, die ihr anwesend seid hier? Ihr richtig hart abgeböllert oder ging's? Ah, sehr gut. Monroe gräbt uns in seinen Tunnel. Schnell zu Ende, okay. So lange gedauert. Eine Fraktion befindet sich auf der Durchreise. Wir müssen. Oder nicht, das Geld zu schade. Ja, ich bin auch nicht so. Haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich bin auch nicht so der Riesenfan. Mal
jetzt haben wir hier bald schon richtig schöne glatte Wände. Guck mal, Lips gibt sich müde. Oh, Lips gibt sich müde. Ich meine Mühe. Wir brauchen irgendwann mal einen größeren Tisch. Guck mal hier, normales Bett ist in Ordnung. Das ist durchschnittlich. Exzellentes Bett. Irgendwann wird das hier mal umgedengelt. Was ist jetzt? Ah, Holz. Er holte. Ah, sehr gut. Oh, geil! Davon gibt es den Bisons. Ah, diese Mods sind so geil. Die Gefangenen brauchen vielleicht Licht, ne? Wir müssen jetzt bald auch mal forschen. Oh, ein Muffalo Pelt Rug. Da kriegen wir denn Muffalo Pelts? Brauchen nochmal einen größeren Tisch. Sonst werden die uns alle bekloppt. Redet ein bisschen mit JD. Oh, guck mal, der Widerstand sinkt langsam aber sicher. Olivia kann wieder laufen, das ist schon mal gut. Ups, hat Stufe 8 im Fernkampf erreicht, das ist super. Hat er das jetzt hier wieder liegen lassen? Ey, Lips, das ist eigentlich nicht der Deal, ne? Stopp, 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 da soll nichts hin, außer Leichen. Geil, er hat einfach alles über den Haufen geschossen und liegen lassen, der Willi. Wir müssen jetzt bald auch mal wieder forschen, dass wir Turrets kriegen. Aber wir haben noch einen, der forschen kann und der hat noch so viele andere Aufgaben. Dubi hat super Silvester gehabt. Von 17 bis 5 Uhr kostenlos die Freundin eines Kumpels gekellnert. Die hatte 30. Geburtstag und ein 20 Jahre Motto-Party geschmissen. Okay. Also, da muss ich dazu sagen, es ist lieb von dir, aber ich persönlich mache das gerne. Also, wenn die Leute cool sind und ich meine, ach so, du trinkst nicht so viel, ne? Aber wenn du selber zwischendurch immer noch ein Bier trinkst und so, finde ich das persönlich eigentlich ganz, ganz chillig. Auch Basic Autopsy, das können wir jetzt alles noch nicht boxen. Ich habe so Bock, diese Kolonie am Leben zu halten. Ich weiß ja nicht, ob es geht. Macht das auch gerne, ist echt witzig. Also ich weiß auch nicht, warum. Ich stehe halt total gern hinter der Theke. Ich weiß nicht, was da schiefläuft bei mir, aber ich finde das witzig. Die Gefangenenzelle hat ein Bett zu wenig. Danke, dass du es sagst. Electric Stone Cutting brauchen wir irgendwann mal, aber Solarzellen brauchen wir auch. Wasserkraft bringt uns nichts. Ich will den... Ja, geothermale Energie brauchen wir irgendwann mal. Dann, das würde uns richtig ins Vorne bringen, aber wir brauchen auch ein Hinsuchfenster, oh ja. Boah. Ja. Wird lange dauern. Nach aller schlicht jetzt da. Ja, muss aller mal eine Nacht ohne Bett auskommen. Geht schon hinhauen. Oh, ein exzellentes Bett, hervorragend.
Geil, im Bett werden die erstmal bequatscht. Wir sind. Oh, es dauert halt lange, aber. Nice, er hat jetzt auch Sozial 2. Ist jetzt nicht besonders gut, aber immerhin. Na, er holt jetzt erstmal die toten Tiere. Oh, er jagt jetzt auch. Der Hase hat gerade einen Kopfschuss mit der Uzi weggesteckt. Du kannst mir hier nicht um dein Massaker kümmern. Ach, ich Idiot hier. Achte Kreatur. Immer. No Storage Space. Ach so, wir haben keinen. Es gab doch Meat Hooks, dachte ich. Meine, ich hätte das in der Übersicht der Mods gesehen. Lass mal jemand nachgucken. Gibt halt so viel neue Forschung und so ein Zeug, deswegen ich kenne mich damit leider noch nicht richtig aus. Meine, ich hätte in der Mod gelesen. Ah, nee, Meal Tray, shit, Torches, Regal, Kühlschrank, Hayloft. Basket Holz. Medizinkabinett. Clothing Rack. Palette. Ach, das hätte Fleischhaken gegeben. Hallo Räuber! Das muss ich auch mal kurz nachgucken, das habe ich gelesen. Da, LVM's Deep Storage. Meat Hooks. Und wo sollen die sein? Oh, die Deep Fridges sind kaputt. Ah, es gibt irgendwie, es gibt Mod-Settings. Da gucken wir mal einmal kurz rein. Ah, was ich hier alles habe. Oh, guck mal, Boats. Crim Fridge habe ich auch noch als eigene Mod. Eieieiei. Schreibt, wenn ihr irgendwas mit Storage seht. Ein Steinbruch habe ich auch noch. Oh ja, da können die Gefangenen drin arbeiten. Da, NFM Deep Storage. Ah, Meat Hooks. Also die soll es geben, aber... Oh. Für Produktion oder so? Frage ist auch, wie würden sie aussehen? Hier ist man ja... Möbel? Schreibt mal, wenn ihr irgendwo Meat Hooks seht. Oh, Taylor Cabinet, Kitchen Sink Cabinet, Drug Cabinet, File Cabinet.
Und wo ist eigentlich das? Die Quarry musst du dir auch erst mal vorstellen. Das ist jetzt auch nicht so super wichtig. Ich hatte es nur gelesen und irgendwie war es mir im Kopf geblieben. Das wäre halt praktisch, ne? Da sind die Mitox, ich kann sie hier sehen, aber... Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Habt ihr sie irgendwo gesehen? Da ist die Planterbox, Planterbox. Komisch. Also wenn ihr sie irgendwann mal sehen solltet, dann schreit bitte. Hey, läuft ja mal, wir haben es gemeldet. Also, bin ich dumm? Nee, es ist hier nicht dabei, oder? Muss ich die Quarry eigentlich auch erst erforschen? Also den Steinbruch. Habt ihr die irgendwo gesehen? Schneeräume, geil. Diesen Human Generated Mass Grave. Link Dormit. Lightbed, Sitting Cushion. All Dual Refrigerator. Könnte man dann auch wenigstens schon mal ein bisschen Fleisch drin wegfrieren, ne? Also hier ist die Quarry-Plattform. Ich weiß aber noch nicht, wo der Quarry ist. Das ist immer das Problem mit Mods, wenn man so viele auf einmal installiert. Dann habe ich bestimmt Sachen, die habe ich noch nie benutzt, weil ich sie nicht gefunden habe. Quarry. Ist doch eigentlich installiert, oder? Quarry 1.0 habe ich nicht installiert, okay. Ich dachte, ich hätte das installiert. Ja, Steinbruch heißt es. Ein Bergbau für Errichten des Steinbruchs möglich. Okay, aber wo finde ich den Steinbruch? Irgendwie kann man Lagerzone, Abfallzone, Anbauzone. Pain Miner, Rearm. Quality Builder. Da ist der Deep Refrigerator. Mm.
Lassen 8 Stacks rein. In Deep Refrigerator. Sorry, ich komme schon wieder von Hölzchen auf Stöckchen hier. Großer Kühlschrank. Da reinpasst. Ja, Gras sind auch gerade minus 3 Grad. Das heißt, das können wir auch erstmal so lagern. Da kommt alles hin aus. Was habe ich eigentlich gesucht? Den Quarry und die Fleischhaken, ne? Jetzt habe ich es einfach erstmal nach draußen gelegt. Problem vertagt. Baut man den Quarry? Object Edit, Query, Mini Query, Query Plattform. Irgendwie ist die Query nicht richtig am Start, glaube ich. Egal, ist jetzt gerade auch noch nicht so super wichtig, aber. So, die jagen jetzt erstmal wie die Großen, ist gut. Oh, die schönen Wände funktionieren in beide Richtungen. Das ist natürlich geil. Warte, ja. Okay. Da soll bitte kein Fleisch rein. Vergammelt uns doch dann. Da draußen ist relativ angenehm. Ah, oh, shit. Nein! Ironhead hat Malaria. Oh, das ist ärgerlich. Und das ist nicht überdacht. Das ist ein Problem. Der nicht geglättete Boden triggert mich härter, als er sollte. Ja, ey, ich bin hier. Ich bin noch zu nichts gekommen. Das ist richtig ätzend. Verrottet weil im Freien, scheiße. Dann hat. Klingt also alles nichts, meine großartige Theorie, da muss ich mir noch was überlegen. Problem ist, Ironhead muss dringend schlafen. Leichte Malaria, wir haben es relativ schnell entdeckt. Er kümmert sich jetzt um die Leute. Oh, den Widerstand von Olivia gebrochen. Wenn wir dann Glück haben, macht sie jetzt beim nächsten Mal bei uns mit. Wenn sie das nächste Mal fragt. So, und hier bauen wir. Hier können die Knechte eine kleine Kühlkammer reintrümmern. Passt ja eh ganz gut.
Lebt in 1,9 Tagen. Ja, jetzt wird das Fleisch weggekocht. Sehr gut. Macht Lips. Oh, nicht mehr. Alter, upa, Lärchen. Irgendwann mal 40 Mahlzeiten auf Halde. Oh, kein Holz. Dann erfrieren die. Das ist nicht gut. Was wollte ich machen? Arbeit. Lips, du musst doch ausnahmsweise mal ein bisschen Waldarbeit machen. Quatsch, was du da machst. Das wahrscheinlich überhaupt nicht, leider. Ja, wirklich gar nicht. Aber ohne Holz gehen wir hier drauf. Was ist damit los? Holt er das, gell? Also wir frosteln uns hier nämlich die Fröstelbäubels. Let's see. Machst du mal früh die alle versorgen. Die unterhalten sich schön im Bett liegend, ey. Muss nichts mehr behandelt werden? Oh. Sorry, der muss immer behandelt werden, dass das, wenn der uns an Malaria verreckt, können wir das Ding hier eindengeln. Immunität 29 Minuten, okay, 29%. Er wird es prinzipiell schaffen. Lips, ich weiß, dir geht's nicht gut, aber sprich mal mit der bitte. Yes! Olivia, die alte Frau, sie wohnt bei uns! Das ist mein Sie wohnt bei uns Song. Sie ist weniger fortpflanzungsfähig. Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn Olivia ist jetzt unsere. Kümmert sich um alles. Was kann Olivia noch? Olivia ist sehr alt. Olivia kann viele tolle Dinge. Sie kann super mit Tieren um und sie kann auch kämpfen. Ist nicht schlecht, Olivia. Nicht schlecht. Was macht sie jetzt? Leg den Echsenleder-Overall ab. So, guck mal hier. Jetzt werden hier erstmal die Leute überzeugt. Oh, Problem ist, wenn die überzeugt werden, haben wir keine. Die reden über ihre Bastelfähigkeit, sie reden über alles. Tiefgekühlt, verdirbt nicht. Ach, guck mal, es wäre nichts passiert. Widerstand von 4,4 auf 2,9 reduziert. So. Da ist er. Geil, die alte Frau. Ach so, was kann sie uns eigentlich erzählen? Sie war mittelalterliche Sklave und danach Seefahrerin. Die ist natürlich perfekt bei den Piraten, ne? Die brauchen natürlich auch irgendwie mal ein Schlafzimmer. Was habe ich denn hier wieder gebaut? Für einen Scheiß. Okay, sie wird jetzt erstmal. Hm.
Jetzt trägt sie erstmal ein bisschen Zeug rum. Was für Tiere würden uns momentan helfen? Tatsächlich wären ja, was können Donkeys? Sind halt gute Reisetiere. Wer bist du denn? Boombat, die sind neu. Buffalos sind natürlich perfekt. Welche Tiere haben wir denn hier? Welche Wildtiere? Ach, guck mal. Jetzt Donkey, 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 Eichhörnchen, Hase, Buffalo, Truthahn, Waschbär. Yaks haben wir. Bin schön alt, liebes Jack. Also, wo sind denn deine Freunde? Was ist der andere Donkey? Also die Boombats sehen ja aber mega süß aus. Aber wir können 10, 3 Jahre. In 3 Jahren alles Weibchen, perfekt. 20 Jahre, wie sind die denn? Jahre altes Männchen. Noch ein 9 Jahre altes Weibchen. 11 Stunden behandelt werden, okay. Macht Olivia da? Kurz schlafen. Kommt auf, sehr gut. Putzt. Ein bewusstloser Flüchtling. Er stirbt in 11 Tagen. 57 Jahre als Sanitäter. Zwei Geschütze, einmal so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was haben wir eigentlich für eine Waffe für Olivia am Start? So, die räumt mal ein bisschen auf. Wie sieht JD denn aus? Ist der jetzt bei uns mit angenommen? Nee, achso, der hat nur einen Mantel an, wenn er draußen ist. Jetzt darf auch wieder Vegetarisches verkocht werden. Sie gathered heute Inventory, Olivia. Die Pflege darf sie auch gerne zwei machen. Ach, Cycle, geil, damit können wir Strom produzieren. Ey, Imbersalami, grüß dich. Also Olivia ist auf jeden Fall unsere Sozialfrau. Die kann auch ein bisschen Kunst, okay? Kunst brauchen wir irgendwann nämlich auch mal. Weißt du nicht, was das hier werden soll? Der Lips, stehst du auch jemals wieder auf? Es ist 12 Uhr mittags. Irgendwie ist Lips Schlafcycle komplett durcheinander geraten. Oh, was kann denn Allah? Olivia hat sich vollständig erholt. Allah. Kannst du auch gar nicht. Geil, wir haben Jack! Gut, Olivia. Bei der 93% Chance, die ist ein richtiges Biest in Sachen Sam. Okay, wir müssen leider ein Arbeitsgebiet erschaffen. Neues Gebiet. Friedliche Tiere. Okay. Invertiert. Und dann wird das Arbeitsgebiet von friedlichen Tieren verkleinert. Dann nämlich nicht hier drin rumhängen. Geht er auch nicht auf unseren Feldern. Schlafen können die. Raum später. Ne, da sollen sie ja rumhängen. Ups. Wollen auch nicht hier an den Kartenrändern rumhängen. Hier oben haben die auch nichts verloren. Sollen nicht so weit wegstromern. Andersrum wäre vielleicht sinnvoller gewesen, ne? Die Gebiete auszusuchen, wo sie sein dürfen. Die müssen ja grasen, sonst verrecken die uns. Hier sollten sie auf jeden Fall genug kriegen und wir haben sie halbwegs im Blick.
So, dann brauchen wir Tierschlafplätze. Und das soll auf jeden Fall ausgebildet werden, dass man drauf reiten kann. Ach guck mal, sie versucht JD zu überzeugen. Hey, Jack! Was ist jetzt los? Friedliche Tiere. Moment, habe ich die Zone jetzt genau falsch gemacht? Bin ich vielleicht ein dummer Idiot? Wie kommt jetzt das Tierchen auf die Idee, dass es hier drin rumhängen soll? Bitte auch nicht im Berg rumhängen, niedliches Tierchen. Wäre mir ganz, ganz lieb, wenn du nicht im Berg rumhängen würdest. Wir haben ja gestern die Gazelle gesehen, die da eskaliert ist. Hallo? Bist du doof? Jetzt hat sie es geschnallt. YouTube Kids! Es müsste bald eigentlich mal wieder eine Katastrophe passieren. Da habe ich ein bisschen Angst.